Einen schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz, die den Titel trägt 10 Jahre Agenda 2010, Bilanz und Alternativen. Hier auf dem Podium darf ich die beiden Vorsitzenden der Partei Die Linke begrüßen. Neben mir Katja Kipping, neben Frau Kipping Bernd Rixinger. Dann haben wir da den Fraktionsvorsitzenden der Partei, den Gregor Gysi, und neben Herrn Gysi den Kölner Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge. Und mit Herrn Butterwegge beginnen wir auch. Bitte schön. Ja, einen recht schönen guten Morgen. Ich möchte zuerst eine persönliche Vorbemerkung machen. Ich bin im Jahre 2005 aus der SPD ausgetreten, hauptsächlich wegen der Agenda 2010. Lege allerdings Wert auf die Feststellung, dass nicht ich der SPD untreu geworden bin, sondern die ihren Grundsätzen, ihren Idealen, insbesondere dem, was mal diese Partei ausgemacht hat, nämlich dem Grundwert der sozialen Gerechtigkeit. Ich habe eine Expertise, eine Studie vorgelegt zur Agenda 2010, die ich jetzt nicht kapitulieren will. Es geht darin, sie liegt Ihnen ja vor, es geht darin um die Entstehungsgeschichte, es geht um die Inhalte und es geht um die Auswirkungen der Agenda. Das zu analysieren ist meiner Meinung nach Aufgabe, wenn man eine realistische Einschätzung dieser Agenda 2010 treffen will, die neuerdings ja wieder eher in den Medien, in der Öffentlichkeit gefeiert wird. Ich sehe das sehr viel kritischer und meine Probleme lassen sich im Grunde in drei Punkten zusammentragen. Erstens, die Agenda-Politik von Gerhard Schröder und der rot-grünen Koalition hat zu einer Verarmung von größeren Teilen der Bevölkerung geführt. Das gilt insbesondere für die Menschen, die vorher Arbeitslosenhilfe bezogen haben. Gerhard Schröder hat in der Agenda diese Formulierung salonfähig gemacht, Arbeitslosen und Sozialhilfe seien zusammengelegt worden. In Wahrheit ist aber da nicht zusammengelegt worden, sondern die Arbeitslosenhilfe, eine für Millionen Menschen existenziell wichtige Sozialleistung, ist schlichtweg abgeschafft worden. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg ist damit eine Sozialleistung gestrichen worden. Das dafür eingeführte Arbeitslosengeld II unterscheidet sich dadurch, dass es eben nicht mehr den Lebensstandard der Menschen sichert. Das heißt, Facharbeiter, Ingenieure, die jetzt arbeitslos wurden, erhielten nicht mehr auf ihren Nettolohn oder ihr Nettogehalt bezogene Unterstützungsleistung, sondern nur noch eine, die sich auf dem Fürsorge-, auf dem Sozialhilfeniveau bewegte. Das ist mit der Agenda 2010 von Gerhard Schröder das erste Mal so klar ausgesprochen worden, obwohl die Hartz-Kommission diese Frage, auf welcher Höhe denn die Leistung angesiedelt sein sollte, des Arbeitslosengeldes II offen gelassen hatte. Das Zweite, was neben einer Pauperisierung von Menschen, einer Verarmung stattgefunden hat, als Folge der Agenda 2010, ist eine Prekarisierung. Es wurde nicht nur der Druck auf die Arbeitslosen und die Langzeitarbeitslosen insbesondere erhöht, sondern es wurde auch ein breiter Niedriglohnsektor geschaffen. Es wurde Druck ausgeübt auf die Belegschaften, auf die Betriebsräte, auf die Gewerkschaften, niedrigere Löhne zu akzeptieren. Das Ergebnis sehen wir heute. Und diejenigen, die das als Auswuchs bezeichnen und damit verharmlosen, die verkennen, dass Gerhard Schröder zumindest auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos 2005 sich und seine Regierung dafür gelobt hat, dass er, wörtliches Zitat, einen der effektivsten Niedriglohnsektoren in Europa zustande gebracht hat. Und das heißt, wenn es denn ein Erfolg der Agenda war, dass Deutschland noch wettbewerbsfähiger wurde, dann haben zumindest Millionen Menschen das mit niedrigeren Löhnen bezahlt. Meiner Meinung nach ist dieser Preis dafür, dass die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes eventuell erhöht wurde, zu hoch gewesen. Der dritte Punkt, soziale Polarisierung. Die Agenda hat zwar Hartz IV als Herzstück, aber sie umfasst durchaus auch gesundheitspolitische, rentenpolitische und steuerpolitische Reformen. Die Steuerpolitik der rot-grünen Koalition hat für mich zu einer weiteren Spaltung in Arm und Reich beigetragen, dadurch, dass man den Spitzensteuersatz stärker gesenkt hat,
prozentual als den Eingangssteuersatz hat man deutlich erkennen lassen, dass erst recht nominal damit natürlich vor allen Dingen die Spitzenverdiener und Kapitalanleger begünstigt wurden. Das waren die wahren Nutznießer der Agenda 2010. Zwei Sätze zum Schluss. Was Gerhard Schröder als mutige Entscheidung zur Auflösung des Reformstaus gepriesen hat, war in Wirklichkeit die Fortsetzung des Sozialabbaus der Kohl-Regierung. Der zweite und letzte Punkt, was Gerd Schröder damals in seiner Agenda-Rede im Bundestag als Modernisierung der Gesellschaft bezeichnet hat, war im Grunde ein Rückfall in die Vormoderne, eine Refeudalisierung, im Grunde der Wegfall sozialer Sicherheit, dafür die Wiedereinführung von Leiharbeit in Form einer modernen Sklaverei. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Butterwecke. Machen wir weiter mit Frau Kipping. Bitte schön. Die Linke legt Ihnen heute Bausteine für eine neue Agenda für soziale Gerechtigkeit vor. Wenn jetzt Rufe laut werden nach einer Agenda 2020, so meinen wir, was es wirklich braucht, ist eine Agenda sozial. Denn Politik muss sich daran messen lassen, ob sie in der Lage ist, mehr soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Und dafür haben wir mit den Bausteinen, schlagen wir realistische Ziele vor, gute Arbeit, gerechte Löhne, eine Rente, die vor Armut schützt und den Lebensstandard sichert, soziale Grundrechte, das sind keine Utopien, sondern das sind realisierbare Ziele, für die wir hier konkrete Maßnahmen vorschlagen. Wir teilen nicht die Einschätzung, dass es einen Reformstau gibt. Wir sagen, es gibt keinen Reformstau, sondern vielmehr einen Gerechtigkeitsstau. Ein zentraler Pfeiler der Agenda 2010 waren die Reformen, die unter Hartz IV zusammengefasst werden. Hartz IV, das ist aber nicht nur ein Angriff auf die Situation von Erwerbslosen, sondern eben auch auf das Lohngefüge und die Situation von Beschäftigten. Denn im Zuge von Hartz IV, das ist auch durch Studien bewiesen, hat die Bereitschaft zugenommen, niedrige Löhne, familienunfreundliche Arbeitszeiten in Kauf zu nehmen. Auch die Arbeitslosenversicherung ist im Zuge dieser sogenannten Reform stark pulverisiert worden. Inzwischen wissen wir, dass nur noch 25% der Erwerbslosen überhaupt Leistung nach der Arbeitslosenversicherung beziehen. Und diejenigen, die auf Hartz IV angewiesen werden und von Sanktionen betroffen sind, sind das sogar oft unberechtigt. Denn die Widersprüche und Klagen dagegen haben sehr hohe Erfolgsquoten. Also um nochmal die aktuellen Zahlen zu benennen, 40% aller Widersprüche gegen Sanktionen und mindestens 50% aller Klagen gegen Sanktionen bekommen teilweise oder in Gänze Recht. Also hier sieht man auch, dass die Frage der Rechtmäßigkeit bei Erwerbslosen so nicht eingehalten wird und Menschen widerrechtens unter das Existenzminimum gekürzt werden. Vielen Dank, Frau Kipping. Herr Rixinger, bitte. Der heimliche Kern der Agenda 2010 war immer ein Angriff auf die Löhne und auf die Lohnentwicklung und leider ein sehr erfolgreicher. Wir hatten letztes das Ergebnis einer Untersuchung, dass die Reallöhne heute unter dem Niveau des Jahres 2000 sind. Man muss sich nur einmal vorstellen, über 13 Jahre lang haben die Arbeitnehmer unter dem Strich vom volkswirtschaftlichen Zuwachs nichts erhalten. Die Wirtschaftsabteilung von Verdi hat errechnet, dass die Umverteilung im 10-Jahres-Sprung von den Löhnen zu den Gewinnen ungefähr 500 Milliarden Euro betragen hat, eine unvorstellbare Summe mit großen Schwierigkeiten für die Binnenwirtschaft und wir haben es ja gehört, 8 Millionen Menschen im Niedriglohnsektor sind ein Skandal, über den eine linke Partei, aber auch eine Gesellschaft, die sich sozial nennt, niemals hinwegsehen kann. Deswegen muss der Kern einer sozialen Agenda auch die Steigerung der Löhne beinhalten. Wir leben in Deutschland definitiv unter unseren Möglichkeiten und wir bräuchten über einen sehr langen Zeitraum höhere Reallöhne von 4-5%. Die Linke schlägt vor, hier ein gesetzliches Frühwarnsystem zu verankern, ein gesetzliches Frühwarnsystem, das die Regierung verpflichtet, bei mehrjährigem Reallohnverlust einzugreifen und dafür zu sorgen, unter Beachtung der Tarifautonomie natürlich, dass die Löhne wieder steigen. Dazu gehört auch, dass die Lohnbremsen, für die die Agenda 2010 verantwortlich ist, wieder gesetzlich zurückgenommen werden. Also insbesondere, dass Leiharbeit schlechter bezahlt wird. Wir fordern da sogar einen Flexibonus.
die ständige Befristerei von Arbeitsverträgen. Es darf nicht zulässig sein, dass Arbeitsverträge ohne besonderen Grund befristet werden und junge Leute gar nichts anderes mehr kennen, als von einer Befristung, von einer Unsicherheit in die nächste zu gehen. Und wir wollen natürlich auch die steuerliche Bevorzugung von Mini- und Midi-Jobs dringend beenden. Wie gesagt, die Löhne in Deutschland müssen dringend steigen. Das ergibt übrigens auch einen volkswirtschaftlichen Sinn für ganz Europa, dass nämlich die Binnenmärkte in Deutschland dringend gestärkt werden müssen. Vielen Dank, Herr Rixinger. Last but not least, Herr Gysi, bitte. Ja, einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Zunächst muss ich Ihnen sagen, dass ich nicht nur als Vorsitzender der Bundestagsfraktion der Linken hier spreche, sondern auch im Auftrage der Fraktionsvorsitzendenkonferenz, die das auch alles in Auftrag gegeben hat und erarbeitet hat. Die Fraktionsvorsitzendenkonferenz besteht aus der Vorsitzenden unserer Europafraktion, dem Vorsitzenden der Bundestagsfraktion und den Vorsitzenden der Landtagsfraktion. Der Widerstand gegen die Agenda 2010 war der Gründungskonsens der Linken. Diese Ablehnung eint uns bis heute als Partei des sozialen Protestes und als Partei der sozialen Gestaltung. Wir sind und bleiben die einzige Partei, die alle Kernprojekte der Agenda 2010 ablehnt. Jetzt sind wir auch diejenigen, die als erste messbare Ziele für eine Rückabwicklung der verheerenden sozial- und verteilungspolitischen Folgen definieren und konkrete Projekte vorschlagen, um mehr soziale Gerechtigkeit zu schaffen. Und ich gehe davon aus, dass die Frage der sozialen Gerechtigkeit die zentrale Frage, auf jeden Fall aber mindestens eine zentrale Frage des Bundestagswahlkampfes sein wird. Diese Frage steht auf der Tagesordnung in ganz Europa, nicht nur in Südeuropa, da besonders massiv, sondern in ganz Europa und auch in Deutschland. Selbst der geschönte Armuts- und Reichtumsbericht kann die zunehmende soziale Spaltung nicht mehr kaschieren. Wir haben nicht nur wachsende Armut, sondern auch wachsenden Reichtum in immer weniger Händen. Heute kann ich Ihnen sagen, dass die anderen Parteien bisher keine grundlegenden Schlussfolgerungen gezogen hat. Auch was die SPD macht, sind nur einige wenige Reparaturen, genauso bei den Grünen, erst recht bei den anderen. Es gibt keine wirkliche Gegnerschaft zur Agenda 2010, zu dem ganzen verteilungspolitischen und sozialpolitischen Missständen, die dadurch entstanden sind, außer durch uns. Und ich bitte Sie, möchte Ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, dass heute im Bundestag eine Anhörung stattfindet zur Einschränkung der Prozesskostenhilfe. Da geht es im Kern darum, dass gerade Hartz-IV-Bezieherinnen und Hartz-IV-Bezieher nicht mehr die Möglichkeit haben, so ohne weiteres zum Sozialgericht zu gehen. Ich finde das eine Unverschämtheit. Ich muss das wirklich mal sagen. Denn die Hilfe, die solche Betroffenen überhaupt bekommen haben, kam meistens entweder vom Arbeitsgericht oder vom Sozialgericht. Und was hier beginnt, ist der Weg in eine Zweiklassenjustiz, weil ich nämlich den ärmeren Teilen der Bevölkerung sage, es wird immer schwieriger für euch, Prozesskostenhilfe zu kommen und damit bleibt ihr vor der Tür. Ihr kriegt keine Rechte. Also sage ich mal, nach der sozialen Entwürdigung kommt jetzt auch noch die Entrechtung hinzu. Es ist übrigens kein Zufall, dass das Land Brandenburg jetzt schon erklärt hat, dass sie dieser Einschränkung der Prozesskostenhilfe auf gar keinen Fall zustimmen. Das liegt eben daran, dass die Linke dort auch in der Landesregierung ist. Und ich freue mich auch, dass es dort einen Antrag gibt, der im Bundesrat behandelt werden wird, über die Einführung eines höheren Spitzensteuersatzes für ein bestimmtes Einkommen. Mal sehen, ob der Bundesrat das beschließt. Und wenn er es beschließt, ist ja spannend, wie der Bundestag dann darüber diskutiert. Ich will noch einen Satz sagen, der mir wichtig ist. Es geht ja jetzt immer um die Frage der Begrenzung der Managergehälter. Das hat eine schwerwiegende politische, symbolische, aber auch natürlich tatsächliche Bedeutung. Wenn du auf der einen Seite die prekäre Beschäftigung so ausbaust, wenn du immer mehr Aufstockerinnen und Aufstocker hast und den Leuten sagst, du arbeitest zwar den ganzen Tag, aber es reicht, ich muss eben noch zum Jobcenter gehen, wir subventionieren dein Unternehmen dadurch, dass wir sozusagen einen Teil des Lohnes übernehmen. Und das kostet uns 10 Milliarden Euro im Jahr. 10 Milliarden Euro Lohnsubventionen, die bezahlt werden auf diese Art und Weise. Und dann gleichzeitig sieht man, wie die Gehälter dieser Spitzenleute in den Konzernen ins Unermessliche steigen. Zum Teil das 300-fache dessen, was ein Facharbeiter verdient. Da sage ich, nachdem es nur auch die Kanzlerin akzeptiert hat, also
Wir müssen hier eine Begrenzung durchführen. Und ich finde den Vorschlag des Präsidenten des Weltwirtschaftsgipfels geradezu spannend, weil das ist nun wirklich ein Gegenüber von uns, das ist kein Linker. Aber der hat gesagt, er findet es angemessen, dass so ein Konzernchef das 20-fache dessen verdient, was in der untersten Lohnstufe seines Konzerns verdient wird. Und wenn dann ein Ergebnis darin besteht, dass schon deshalb dann die unterste Lohnstufe erhöht wird, wäre es auch nicht schlecht, wenn ich das mal sagen darf. Mit anderen Worten, und damit schließe ich auch, wir brauchen beides, einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, aber in den Konzernen auch einen Höchstlohn. Danke. Auch Ihnen herzlichen Dank, Herr Gysi. Kommen wir zu Ihren Fragen. Und die erste hat der Kollege hier vorne. Bitte schön. Wenn Sie dazu sagen, an wen Sie die Frage richten, dann müssen nicht immer alle antworten. An Herrn Butterweger, ja. Ich habe zwei Fragen. Die erste ist, welcher ist der Zusammenhang zwischen Agenda 2010 und eine sehr teure Wiedervereinigung, ja? Und zweitens ist, welche Probleme hatte der Doppelsystem Arbeitslosengeld und Sozialhilfe, ja, vor 2003, ja? Sollte überhaupt etwas geändert werden oder das war mehr oder weniger in Ordnung, ja? Also die, ich fange mal mit der letzten Frage an. Die Arbeitslosenhilfe war für den alten Sozialstaat, wie man ihn bis dahin hatte, bis zur Agenda 2010, insofern charakteristisch, als die Lebensstandardsicherung so ein Grundprinzip war. Das wurde ausgehebelt mit der Agenda und gleichzeitig wurde auch das Prinzip ausgehebelt, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer über ihre Sozialversicherungsbeiträge paritätisch den Sozialstaat finanzierten. Auch das wurde mit der Gesundheitsreform, die auch Bestandteil der Agenda 2010 war, geändert, insofern als die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer seitdem 0,9% Sonderbeitrag zahlen müssen, mehr als die Arbeitgeber. Und die jetzige Koalition hat das ja sogar noch ausgeweitet. Also aus meiner Sicht war das ein Sozialversicherungsstaat seit Bismarck, der jetzt mehr und mehr zum Fürsorge-, Almosen- und Suppenküchenstaat wird. Arbeitslosengeld II ist eben eine Fürsorgeleistung, die Menschen erhalten nach meistens einem Jahr, auch wenn sie jahrzehntelang auf einem relativ hohen Gehaltsniveau verdient und gearbeitet haben. Und da wird einfach Lohn für Lebensleistung entzogen, genauso wie mit der Agenda natürlich auch, weil ich ja immer als Armutsforscher tituliert werde. Die Spätfolge der Agenda 2010 wird Altersarmut in größerem Stil sein, was wir befürchten müssen in den nächsten Jahrzehnten. Was ich nicht sehe, ist so ein direkter Zusammenhang zur Vereinigung von DDR und Bundesrepublik. Ich sehe mehr einen Zusammenhang, dass die Agenda 2010 im Grunde bedingt war durch die Lissabon-Strategie der Europäischen Union, nämlich das Ziel, in relativ kurzen Zeiträumen zum wirtschaftlich und wettbewerblich erfolgreichsten Wirtschaftsraum zu werden auf der Welt. Damit war verbunden eine Kampfansage an die USA. Und um diesem Ziel näher zu kommen als Wirtschaftsstandort Europa in dieser neoliberalen Programmatik voranzukommen, war die Agenda 2010 im Grunde das Experimentierfeld, was jetzt übrigens anderen Ländern per Fiskalpakt, per Schuldenbremsen auf der europäischen Ebene aufoktroyiert wird. Insofern ist die Agenda 2010 ja auch hochmodern, weil sie eben gerade gewissermaßen in andere europäische Länder exportiert wird. Und zwar von der Regierung Merkel, weil Gerhard Schröder und SPD und Bündnis 90 die Grünen eben die Regierung nicht mehr stellen. Herr Meissner, bitte. Herr Gysi, Frau Kipping, das, was Sie vorgetragen haben, ist ja auch eine scharfe Abrechnung mit rot-grüner Politik. Kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass Sie für 2013 das Projekt Rot-Rot-Grün von Ihrer Agenda genommen haben? Ja, es tut, glaube ich, Not, eine kritische Bilanz zu ziehen, wenn 10 Jahre Agenda 2010 anstehen.
Und was ich nur frappierend finde mit Blick auf die SPD, wie sie einerseits in ihrem Programm soziale Gerechtigkeit oben drüber schreibt und andererseits heute und morgen ja sozusagen die Ergebnisse der Agenda 2010 feiert. Das ist ein logischer Widerspruch und den muss zuallererst die SPD mit sich selber aufklären, ehe wir da spekulieren über mögliche Konstellationen am Tag nach der Wahl. Ich glaube, mit der Agenda hat das gar nichts zu tun. Die SPD kann ja mal versuchen, wieder sozialdemokratisch zu werden. Mehr will ich ja gar nicht von ihr verlangen. Aber das könnte man doch mal erwarten. Das wäre schon ein bedeutender Schritt, kann ich nur sagen. Und dann ließe sich ja einiges gemeinsam machen. Wir werden das jetzt auch im Bundesrat mal testen, was man gemeinsam hinbekommt und was man gemeinsam nicht hinbekommt. Aber ungefragt würde ich gerne noch zu Ihrer Fragestellung nehmen, nur an einer Hinsicht. Es hat etwas anderes mit der deutschen Einheit zu tun, nicht mit den Kosten. Sie müssen wissen, dass mit dem Fall der Mauer, mit den Veränderungen in der DDR und mit der Herstellung der deutschen Einheit der soziale Wettbewerb in Europa beendet worden ist. Verstehen Sie? Der Kapitalismus musste nicht mehr in dem Sinne die soziale Marktwirtschaft haben. Denn die Bundesrepublik war ja nicht nur bemüht, demokratischer, sondern auch sozialer zu sein als die DDR. Demokratischer zu sein war leicht. Das hatte sich schon nach 48 Stunden entschieden. Aber sozialer zu sein, das war sehr viel schwieriger. Und der Wettbewerb ist weggefallen. Ein Konservativer hat mal zu mir gesagt, Herr Gysi, nennen Sie mir mal einen einzigen vernünftigen Grund, weshalb wir sozialer sein müssen als Portugal. Das ist die Situation. Und das hat die ganzen Rahmenbedingungen verändert. Und wer macht das dann mit, führend mit? Die Sozialdemokraten. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen, was nichts daran ändert, dass, wenn es geht, wir auch was mit Ihnen zusammen machen. Frau Kollegin, bitte. Scharfschwert der APD. Meine Frage richtet sich an Herrn Gysi und Frau Kipping. Herr Gysi, Sie sagten vorher, es sei Gründungskonsens der Linken gewesen, die Ablehnung der Agenda 2010. Frau Kipping, Sie sprachen von einer sozialen Agenda. Mich würde jetzt aber doch noch mal interessieren, was Sie genau unter dieser sozialen Agenda verstehen. Mir ist nicht so ganz klar. Sie bleiben trotz allem, trotz dieser von Ihnen geäußerten Ablehnung, bleiben Sie innerhalb des Systems. Sie fordern zwar eine Aufstockung von Arbeitslosengeld II, aber das System an sich soll erhalten bleiben und eben soll es gerade eben nicht die Rückkehr wieder zur Arbeitslosenhilfe gehen. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen konkretisieren. Ja, das kann ich gerne machen. Ich bin auch froh, da kann man ein bisschen mehr ausführen, dank Ihrer Frage. Also nur für den Bereich Hartz IV gemeint, wenn wir die Regelsätze auf mindestens 500 Euro erhöhen, wenn wir die Sanktionen abschaffen und wenn wir die Bedarfsgemeinschaft bei Berücksichtigung der Unterhaltsansprüche aufheben, dann kann man nicht mehr von dem Hartz-IV-System sprechen. Weil Hartz IV hat ja deswegen auch so disziplinierend gewirkt, weil es eben einherging mit der Androhung der Sanktionen, mit der scharfen Anrechnung auch vom Partnereinkommen etc. Und wir sagen natürlich auch, wir wollen, dass wieder eine längere Zahldauer Arbeitslosengeld I gibt. Also es ist ja, ich habe ja die Zahl erwähnt, dass bloß noch ein Viertel aller Erwerbslosen überhaupt Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung bekommen und sie damit quasi Schritt für Schritt pulverisiert wird. Das ist ja ein Vorgang, den wir sehr wohl rückgängig machen wollen und sagen, es muss wieder eine längere Zahldauer geben, wo es eine Abhängigkeit gibt von der Einzahlungsdauer. Aber für diejenigen, bei denen das Arbeitslosengeld I nicht reicht, um zum Leben oberhalb des soziokulturellen Existenzminimums zu kommen, für die muss es ein deutlich besseres System geben. Und wir wollen Hartz IV ersetzen durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Ja, auch andere Vorschläge, die wir unterbreiten, brechen aus dem System heraus. Ich sage mal das Beispiel Leiharbeit. Im Kern sind wir dafür, Leiharbeit zu verbieten. Aber wir sagen, wenn wir jetzt dafür keine Mehrheit im Bundestag bekommen und auch nicht im Bundesrat leider, weil ja die SPD-geführte Regierung anders denken, machen wir auch noch einen Kompromissvorschlag und sagen, gut, dann aber Leiharbeit nicht nur zu dem, was inzwischen die SPD sagt, gleicher Lohn für die gleiche Arbeit, also für jemanden aus der Stammbelegschaft und für eine Leiharbeiterin oder einen Leiharbeiter, sondern wir sagen plus 10%. Das ist nämlich die französische Regelung. Das ist ein sogenannter Flexibilitätszuschlag. Solche Begriffe finde ich zwar immer furchtbar, aber es ist auch egal. Und zwar begründen die das wie folgt. Sie sagen, eine Leiharbeiterin und ein Leiharbeiter hat nicht immer einen Job. Außerdem müssen sie sich immer einarbeiten. Das sind ganz andere Anstrengungen. Dafür kann man schon mal verlangen, den Aufschlag von 10%. Aber zweitens will Frankreich, dass es für das Unternehmen teurer ist als jemand aus der Stammbelegschaft.
Das ist die einzige Chance, damit daraus eine Ausnahme wird. Verstehen Sie? Und dann kriegt das einen völlig anderen Charakter. Aber wir bleiben dabei. Eigentlich wollen wir es abschaffen. Aber schön, diesen Kompromiss würden wir machen. Wir sind ja auch flexibel. Aber glauben Sie mir, wenn man 110% des Lohnes bekommt, den jemand aus der Stammbelegschaft bekommt, na, dann wird das wirklich auf ganz wenige Fälle reduziert. Das weiß ich, mein Elektromeister krank wird und ich brauche dringend einen Elektromeister. Und dann hole ich mir so einen und an den muss ich mehr bezahlen. Und dann mache ich aber Hausbesuche bei dem, um, damit er möglichst schnell gesund wird. Oder ich lasse sie bleiben, damit er gesund wird, wie rum auch immer. Also je nach Wirkung. Herr Kollege, bitte. Das ist noch nicht das Richtige. Zwei Fragen. Eine an Herrn Rixinger, eine kurze an Herrn Gysi. Herr Rixinger, ich habe nicht ganz kapiert, was es mit dem gesetzlichen Frühwarnsystem gegen nicht steigende Löhne auf sich hat. Was soll da passieren? Wie soll der Staat da eingreifen, ohne dass er das, in die Tarifautonomie eingreift? Und da Gysi kurz gefragt, welchen Spitzensteuersatz verlangt denn das rot-rote Brandenburg im Bundesrat? Ja, also ich habe ja zwei Elemente genannt. Erstens, dass die Lohnbremsen raus müssen. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass natürlich die Linke fordert, einen gesetzlichen Mindestlohn einzuführen von 10 Euro die Stunde. Dieser Mindestlohn wird häufig verwechselt mit dem Niveau der Löhne. Man darf aber den gesetzlichen Mindestlohn nicht mit dem Niveau der Löhne verwechseln, sondern das soll ja eine unterste Grenze sein, auf dessen Basis dann die Gewerkschaften höhere Löhne aushandeln können. Natürlich müssen die Löhne selber deutlich höher sein. Und natürlich mit einer entsprechenden Erhöhung der Mindestlöhne würde man natürlich auch das gesamte Lohnniveau nach oben treiben. Dann darf ich noch mal daran erinnern, dass wir in den 60er Jahren in Italien eine sogenannte Scala Mobile hatten, wo im Prinzip die Regierung vorgegeben hat, dass das Lohnniveau nicht unterhalb der Preissteigerungsrate steigen darf. Also ähnliche Vorschläge halte ich für äußerst sinnvoll, weil wir ja die Erfahrung machen mussten, dass selbst der verteilungsneutrale Spielraum, das sind ja die Preissteigerungsrate und die Produktivität, in den letzten 10, 15 Jahren fast in keinem Jahr von den Gewerkschaften ausgeschöpft werden konnte. Und das wäre ja das absolute Minimum, dass die Arbeitnehmer von dem erwirtschafteten Reichtum das Gleiche bekommen wie die Arbeitgeber. Also das müsste der Grundsatz sein. Damit würde noch nicht mal umverteilt sein, noch nicht mal rückumverteilt sein, sondern beide würden von dem, was gemeinsam erwirtschaftet ist, den gleichen Anteil bekommen. Und wenn das die Gewerkschaften alleine nicht hinbekommen, dann muss die Regierung eingreifen und tatsächlich das befördern. Ja, also wir mussten natürlich einen Kompromiss machen. Sie kennen ja unsere Vorstellung. Wir wollen gerne 53%, die mal unter Helmut Kohl galten. Aber da ist die SPD noch weit von entfernt und wir wollen ja eine Mehrheit im Bundesrat haben. Und deshalb haben wir einen Kompromiss gemacht, den die Landesregierung auch als Gesetzentwurf beschlossen hat und einbringt in den Bundesrat oder schon eingebracht hat in den Bundesrat, glaube ich ja. Und zwar 49% für alles, was man mehr als 100.000 Euro verdient. Das genügt uns zwar nicht, aber wir sagen immerhin, wenn wir das jetzt erstmal hätten, das wäre doch schon ein anderer Ansatz. Und wenn der Bundesrat das mit Mehrheit beschließen sollte, wird es ja spannend, die Debatte im Bundestag dazu zu erleben. Weil dann natürlich auch Union und FDP gefordert sind, zu erklären, weshalb sie das ablehnen. Ich will das hier nochmal ganz deutlich sagen, weil mir das auch wirklich wichtig ist, ein wichtiges Anliegen von uns. Es gibt ja eine komische Übereinstimmung zwischen FDP und uns, das ja sehr selten ist. Aber in einer Frage, wir lehnen den Steuerbauch ab. Ich muss das noch einmal sagen, die Mitte der Gesellschaft bezahlt diese Gesellschaft. Weil die Unteren können es ja gar nicht und die Reichen werden nicht herangezogen. So einfach ist das. Und dadurch haben wir eine Einkommenssteuer, die nicht so verläuft, sondern die verläuft so. Das ist der berühmte Steuerbauch. Den bezahlen die Facharbeiterinnen und Facharbeiter, die Meisterinnen und Meister, die Lehrerinnen und Lehrer, auch viele Selbstständige. Die bezahlen diesen Steuerbauch. Und da sagen wir, der muss weg. Und das sagen wir schon seit Jahren. Jetzt sagt es auch die FDP, aber mit einem gravierenden Unterschied, sie will den Spitzensteuersatz nicht anheben. Und das geht nicht. Denn von der Einkommenssteuer leben gerade auch die Kommunen und die haben kaum noch Geld. Und das können wir nicht noch kürzen. Und deshalb sagen wir, brauchen wir einen höheren Spitzensteuersatz. Allerdings füge ich eins hinzu, auch bei unserer Berechnung haben wir dann nicht mehr raus.
Wir können nur für mehr Gerechtigkeit innerhalb der Lohn- und Einkommenssteuer sorgen, indem wir sagen, wir erhöhen den Freibetrag, wir streichen den Steuerbauch, aber dafür gibt es einen höheren Spitzensteuersatz und damit gleichen wir das Ganze wieder aus. Was ist denn eigentlich so schlimm daran, dass die Spitzenverdiener mehr bezahlen, um endlich mal die Facharbeiterinnen und Facharbeiter, die Meisterinnen und Meister, die Lehrerinnen und Lehrer, selbst noch viele andere Selbstständige diesbezüglich zu entlasten? Und das ist unser Vorschlag. Aber wie Sie sehen, es ist natürlich, wenn man die Mehrheit im Bundesrat haben will, kann man halt den Schritt nicht ganz gehen. Aber er geht immerhin in die richtige Richtung. Ich wollte vielleicht an der Stelle noch mal ergänzen, die Vorschläge der SPD in ihrem Wahlprogramm, 49% den Spitzensteuersatz zu nehmen, bedeutet natürlich so eine Art echter nachher Springprozession in der Steuerpolitik, weil man hat damals mit der Agenda und der Steuerreform, die dann anschließend in Kraft getreten ist, den Spitzensteuersatz von Helmut Kohl oder zu Helmut Kohls Zeiten, also von 53% gesenkt auf 42% und will ihn jetzt wieder auf 49 anheben. Historisch interessant ist, dass unter vielleicht ganz anderen gesellschaftlichen Bedingungen, aber immerhin 1953 betrug der Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer 91%. Inzwischen, da zeigt sich für mich, dass sich das Gerechtigkeitsempfinden in der Gesellschaft so total verändert hat. Und das war unter anderem auch das Werk der Agenda und solcher entsprechenden neoliberalen Propaganda, dass plötzlich wer 20%, 25%, 30% Steuern zahlen muss, der hat das Gefühl, dass der Staat ihn enteignet. Das war nicht immer so das Gefühl der Menschen in der Gesellschaft. Größere finanzielle Verantwortung einzufordern von denjenigen, die es sich finanziell leisten können, müsste doch, um die sozialen Probleme in unserem Land zu lösen, eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein und eigentlich auch konsensfähig. Vielleicht nicht bis hinein in die FDP, aber doch zumindest große Teile der Gesellschaft müssten diese wachsende Spaltung, die auch der vierte Armuts- und Reichtumsbericht ja deutlich macht, doch versuchen zurückzudrehen, indem man vor allen Dingen diejenigen stärker finanziell beteiligt an der Lösung der Probleme, die eben sehr, sehr hohe Einkommen und Vermögen haben. Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann sage ich Ihnen hier vielen Dank fürs Kommen und auch Ihnen vielen Dank. Wir bedanken uns auch.